Die zweite Pflichtaufgabe des Wochenendes steht für die Wasserfreunde Spandau 04 bereit. Nach der Demontage der White Sharks aus Hannover Tag zuvor heißt der nächste Spielpartner SSV Esslingen. Und die Gäste aus Baden-Württemberg haben wie Berlin an dem Wochenende auch schon eine Partie auf dem Buckel. In der bezwangen sie die SG Neukölln mit 17:9. Ganz so deutlich war das Spiel aber dann doch nicht durchgehend. Ja, also wir sind super gut in die Partie reingekommen, haben eigentlich alles das umgesetzt, was wir uns vorher vorgenommen haben. Ja. Haben dann aber leider nach der Halbzeit völlig den Faden verloren und zum Schluss rechtzeitig die Kurve wieder bekommen und das Ding dann doch relativ deutlich nach Hause gebracht. Die zwei Punkte für die Esslinger ungemein wichtig. Bislang lief die Saison nämlich nicht wie erhofft. Unglückliche Niederlagen, Verletzungspech. Statt angepeilter Plätze 4 oder 5 stand man vor dem Doppelspieltag nur auf dem 7. Rang. Und jetzt lauerte auch noch der Rekordmeister auf die Süddeutschen wie eine Riesenkrake auf das Futter. Ja, und das völlig zu Recht, denn das Team muss bis Mittwoch groß und stark werden, wenn es bei Galatasaray Istanbul bestehen will. Spandau in den schwarzen Kappen, also wieder mal im Champions-League-Probemodus. Nach der bitteren Handverletzung fand diese Generalprobe allerdings ohne Stammkeeper Laszlo Baksa statt. Für ihn war Tim Höhne von Beginn an im Kasten und den hielt er soweit auch sauber. Im Gegensatz zur anderen Seite, denn da ging es deutlich schmutziger zu, Marco Watzlawick war gegen die Ballermänner aus der Hauptstadt ein ums andere Mal machtlos, im ersten Viertel gleich 4-mal. Trotz sichtbarem Leistungsunterschied haben die beiden Clubs auch was gemeinsam. Hört, hört, denn beide sind für die Pokal-Endrunde qualifiziert. Spandau machte das Weiterkommen bekanntermaßen locker gegen Duisburg klar. Esslingen zog dank eines Last-Second-Tores gegen Krefeld ins Halbfinale ein. Spannend bis zur letzten Sekunde, so viel sei jetzt schon verraten, wurde es heute aber nicht, wenn überhaupt so etwas aufkam wie Spannung. Die Wasserfreunde-Wand verteidigte einfach zu gut, stellte die Räume eng zu und schaltete die Anspielstationen aus. Das erwartete auch der Spandauer Trainer von seinem Team, diese Verteidigung ja eine der Baustellen für die Champions League. Hinten sicher, vorne souverän, 9 Tore in Serie legten die Hausherren vor dem ersten Gegentreffer der Gäste hin und ließen am Sieg schon früh keinen Zweifel aufkommen. Die 9. Ladung Glücksgefühl bescherte Petar Markovic, der wie viele im Team leicht angeschlagen ist. Diese Erkältungswelle vor dem wichtigen Spiel am Mittwoch denkbar ungünstig. Die Gäste in Person von Heiko Nosek beförderten kurz vor der Pause die Murmel dann noch endlich mal in die Maschen, deprimierend. Dieses Tor wurde Sekunden später gleich wieder egalisiert. Moritz Oehler zum 10:1 Pausenstand. Damit war die Partie dann auch gelaufen, auch wenn die Esslinger am zweiten Durchgang noch mal ein paar Zähler auf die Tafel brachten, nutzte das herzlich wenig. Kritikpunkt an die Hausherren wäre dann eigentlich nur die Chancenauswertung. Die Partie hätte noch höher als 19:8 ausgehen können, doch zum Schluss war man dann wohl schon mit dem Kopf in Istanbul. Am Anfang lief es auch noch deutlich besser in der Verteidigung. Da war es leicht für mich irgendwie gut auszusehen. Am Ende haben wir dann ein paar blöde Tore gefangen. Da kann ich vielleicht auch noch ein, zwei fischen, wenn es gut läuft. Aber ja, insgesamt war das, glaube ich, ganz in Ordnung. Und wir haben das Spiel relativ souverän gewonnen. Ich denke, wenn wir wieder als Mannschaft spielen und zeigen, was wir können und einfach alles geben, dann wird das schon ein gutes Spiel werden, denke ich. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, ein gutes Spiel vor allem in Istanbul zu machen. Und ja, wir freuen uns alle auf Dienstag bzw. Mittwoch. Dann heißt es jetzt einfach nur noch Feuer frei und Gas geben, auch wenn die Kräfte durch Verletzungen und Erkältung geschwächt sind. Es geht ja schließlich um die Champions League.